Lübecker sind jetzt Lübecker Doppelpunkt Innen. Viele haben sich über die Formulierungen in der Silvesterbotschaft der Stadtspitze gewundert. Dort geht es um Lübecker Innen. An die Schreibweise müssen sich die Lübeckerinnen und Lübecker gewöhnen. Ab kommendem Jahr gilt bei der Verwaltung die geschlechtsneutrale Schreibweise. Die neuen Regeln in der Verwaltung: Es sollen keine Klischees mehr verwendet werden wie der Mutter-Kind-Parkplatz oder Not am Mann. Außerdem möchte die Hansestadt Lübeck alle Menschen ansprechen. Frauen und Männer und jene, die sich nicht als Mann oder Frau beschreiben. Dafür wird ein Doppelpunkt verwendet, wie bei Lübecker Doppelpunkt Innen. Und noch ein Beispiel. In Zukunft wird es den Satz, es gab 20 Teilnehmer in der Stadtverwaltung, nicht mehr geben. Korrekt heißt es laut offiziellem Leitfaden für Verwaltungsmitarbeiter, teilgenommen haben 20 Personen. Da Sprache keine stabile Einheit ist, sondern sich in ständiger Veränderung befindet, kommt ihr auch in der Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit eine wichtige Rolle zu, sagt Bürgermeister Jan Lindenau. Spätestens seit dem Urteil des Bundesgerichtshofes, das das Recht auf Anerkennung eines dritten Geschlechts bestätigt und zu neuen gesetzlichen Änderungen führte, besteht auch für die Verwaltung der Hansestadt Lübeck Handlungsbedarf. Lübeck als tolerante und offene Stadt muss diskriminierungsfrei kommunizieren. Mit dieser Regelung für die Stadtverwaltung wollen wir einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit leisten. So ganz scheint es nicht zu klappen. In der Pressemitteilung zum Thema verwendet die Stadt den Begriff Bürgermeister. Da es auch weibliche Lübecker gibt, müsste es Bürgerinnenmeister heißen. Die Stellenausschreibungen der Stadt werden schon länger so gehandhabt. Und es gibt positive Rückmeldungen, da der Doppelpunkt gut verständlich ist und nicht den Lesefluss stört, ergänzt Gleichstellungsbeauftragte Elke Sasse. Die neue Regelung gilt ab sofort für alle Beschäftigten der Hansestadt Lübeck. Betroffen ist der gesamte städtische Schriftverkehr, also E-Mails, Präsentationen, Broschüren, Pressemitteilungen, Drucksachen, Formulare, Flyer, Hausmitteilungen, Rechtstexte und Briefe. Die Umsetzung soll sukzessive erfolgen. Nicht alle Formulare, Flyer und sonstige Drucksachen können gleichzeitig angepasst werden. Die Verwaltung beginnt mit der Umstellung in 2020. Der neue Leitfaden kann unter lübeck.de/gender im Internet heruntergeladen werden. StudentInnen, Studierende. Das klingt erstmal seltsam und ja, es spricht sich auch nicht so ganz leicht. Andererseits, die deutsche Sprache war doch nie in Stein gemeißelt. Für Katja Lange-Müller ist es eine bürokratisch verordnete Entstellung der Sprache. Gesellschaftliche Entwicklung entwickelt sich, aber sie wird nicht entwickelt. Das ist ja der Punkt. Also dieser Prozess muss ja von innen kommen. Wenn die gesellschaftlichen Veränderungen wirklich mal eintreten, so wie wir alle sie erwarten und so wie wir alle sie wünschen, also ich zumindest aus ganzem Herz, aus tiefstem Herzensgrund, dann wird das auf die Sprache durchschlagen. Das ist eine Meinung. Andere sagen, Sprache ist ein Machtinstrument, definiert Rollen, schafft Hierarchien. Wer die Gesellschaft verändern will, muss auch die Sprache verändern. René Hornstein ist ein Mensch, der weder als weiblich noch als männlich angesprochen werden will. Weil das nicht stimmt, weil ich kein Mann und keine Frau bin und ich für mich beschlossen habe, diese gesellschaftliche Erwartung nicht zu erfüllen, wenn Leute mir das unterstellen, männlich oder weiblich zu sein, dann auch zu sagen, nee, Entschuldigung, das stimmt nicht, ich möchte gerne anders angesprochen werden.